Wir spielen Resident Evil 4, meine Lieben. Weiter geht's. Hallo Leon, wie geht's dir? Ihm geht's gut und seinen Muskeln auch. Oder, Blondie? Ha? Deine blauen Augen machen mich so sentimental. Okay, ich habe einen Plan, den wir verfolgen werden. Und zwar müssen wir... Ich muss mal kurz gucken, was das hier für eine Tür ist. Genau, wir müssen hier wie lang wieder zurück, weil, also erstmal müssen wir da in die Kirche, ne? Haben wir ja gestern herausgefunden mit dem Schlüssel. Und dann glaube ich, etwas gehört zu haben im Schnitt, aber ich bin mir nicht ganz so sicher. Von hier lang? Wartet mal. Lauscht mal die Ohren gleich. Wartet, wartet. Ich führe uns mal dahin. Leon, lauf mal genau hier hoch, dann da links und dann durchs Fenster, mein Guter, durchs Fenster. Alle hoppa. Hier runter und dann, ich weiß nicht, ob ich es richtig gehört habe, aber irgendwo muss hier was sein, glaube ich. Hört ihr das? Ich habe mich nicht geirrt. Hier ist irgendwo was. Ist das die Lampe? Aber das klingt wie dieses Aufziehmännchen, oder? Also hört ihr, was ich meine, oder bin ich, ist es jetzt so, dass ich verrückt werde und Dinge höre, die gar nicht da sind? Oder muss hier irgendwo dieses Aufziehding sein? Das Ding ist, jetzt bin ich mir auch nicht mehr so sicher, ob es die Lampe vielleicht ist. Bist du ein Schatz vielleicht? Kann man dich abschießen? Oh, oh mein Gott, man sollte auf jeden Fall erstmal treffen, wenn man sowas versucht, ne? Okay, ich würde nicht sagen, dass das ein Schatz ist, aber kommt das Geräusch von dem Ding? Möglich, möglich. Aber ich weiß es nicht. Helft mir mal bitte in den Kommentaren. Also da weiß ich jetzt wirklich nicht, ob hier so ein Aufziehmännchen ist, die, glaube ich, diese Geräusche machen. Oder das die Lampe ist. Ich bin jetzt voll verwirrt, aber es könnte auch die Lampe sein. Nun gut, Leon. Ich denke, wir sollten hier fortfahren. Vielen Dank dafür. Ay, hoppa. Los. Okay. Keine Panik, Leute. Wir wissen zwar nicht, was kommt, aber wir sollten da wirklich rein. Warte mal, erstmal. Sollten wir nachladen. Okay. Nachladen, ja gerne. Schrot immer gerne. Immer gerne, mein Guter. Dann wollen wir mal mit der Schrot voran. Cooler Schlüssel und coole Tür auch. Macht mir kaum Angst. Hey ja, hey ja, hey ja, hey ja. Wir müssen so singen, damit die denken, wir sind auch Gottesanbeter. Hey ja, hey ja, hey ja, hey ja. Die nehmen uns da nicht als Gefahr wahr. Das wusstet ihr nur noch nicht. Okay, ja. Oh, knall da mal gegen. Nichts. Was ist das denn? Kannst du mal kurz, ich erinnere mich an die Schlangen. Ich erinnere mich daran. Aber eigentlich habe ich die immer, glaube ich, mit einem Viper. Aha. Was ist das? Was ist das? Das will ich mal mir genauer ansehen, bitte. Gehört die jetzt da dazu? Nee, wo ist denn? Ach so, haben wir die. Viper, was ist das denn? Das kenne ich nicht. Aber irgendwas mit den Schlangen. Eine mittelgroße, ungewöhnliche, gefleckte Schlange, die nach Entfernung des Giftdrüsen gefahrlos essbar ist. Okay, kann... Aha, kann gegessen werden, um die Gesundheit wiederherzustellen. Hallo, ich kann lesen. Manchmal. Ja, selten, aber gut. Leon. Das geht nehmen wir immer gerne. Wir müssen auch noch heute in dieser Folge zum Händler. Rohstoff, ah ja, okay. Zum Händler. Um dann mal ein paar Sachen zu verkaufen. Kann man bei der Munition kaufen? Weil vielleicht würde ich... Oh mein Gott, würde ich Munition kaufen. Da ist ein Schatz. Aber das ist hier alles sehr gruselig. Kann ich die Stühle umwerfen? Tatsächlich. Wow, Leon, den nehmen wir uns mit. Der Stuhl ist unserer. Oder wir nehmen den hier. Ich will lieber den Stuhl haben. Okay, den nehmen wir auf jeden Fall mit. Oh mein Gott, nee, ich habe da voll Angst, Ahnung, hinzugehen. Entschuldigung, kann ich mal die Stühle hier wegschieben? Ich muss mal... Er ist Raumdesigner, merkt ihr? Er lässt das Feng Shui fließen. Er lässt voll fließen. Da, guck mal, fließt gut da, ne? Ja? Ist doch irgendwas mit fließen Feng Shui, oder? Ich habe da keine Ahnung. Ich rede mal. Wow, Küchenmesser? Wir haben wieder Messer, Leute. Das gefällt mir sehr. Okay. Damit kann ich arbeiten. Mit Messern kann ich. Ist hier sonst noch was in diesem Raum? Ich glaube nicht. Was liegt da hinten noch? Okay, irgendwelche gruseligen Kram. Viel gut. Guck mal, wir haben jetzt wir haben den ganzen Weg jetzt einfach für uns freigeräumt von Stühlen. Okay. Hallo, Kumpel. Höre ich Schritte hinter mir? Ich weiß es nicht. Aber war gruselig, war gruselig.
Okay, keine Schritte. Dann holen wir uns das jetzt erstmal. Zu viele Geräusche. Ja, Leon, den Stuhl nehmen wir gleich mit. Habe ich doch gleich gesagt, du Gieriger. Oh mein Gott, das sieht alles so furchtbar gruselig aus. Aber auch cool, oder? Nee, da will ich nicht ran. Wir gehen erstmal hier lang. Recht lang gefällt mir viel mehr. Okay. Hier, das sind viele Köpfe, die ihr hier gesammelt habt. Ich weiß gar nicht, woher ihr so eine große Sammlung von Köpfen habt. Oh, hallo, Flintenmunition, sehr, sehr gerne. Lad direkt nach, lad direkt nach. Da fühlen wir uns direkt sicher. Okay, was ist das für... Oh, Alter. Bitte hört auf, seine Seele zu spalten. Er mag das nicht. Wir gucken erstmal. Ach, komm. Falls es was zu lesen ist, Obacht und zuhören. Illuminados 4:9. Schlaf selig und gedeihe, mein Kind. Wenn dein Körper deinen Kleidern entwächst, so werde deine Mutter dir neue nähen. Mit 7 Zentnern Weizen und einem halben Stier pro Tag bist du deiner Krippe entwachsen. Gedeihe, mein Kind, um deiner Brüder und Schwester willen, die es nicht mehr können. Ich verstehe nur Bahnhof. War da ein Tipp drin? War da kein Tipp drin? Das sieht cool aus. Warum nicht? Kann man machen. Hat was, oder? Hallo, gefällt mir. So, keine Ahnung, wo wir lang müssen. Bestimmt nicht durch diese gruselige Tür. Keine Ahnung. Oh, das habe ich übersehen eben. Bist du dumm oder so? Leon, warum bist du ein Dumm-Dumm? Hör auf, ein Dumm. Oh, da hast du mich jetzt aber erschrocken, dass du die Waffe rausgeholt hast. Oh. Rechts. Sauber. Weiß ich gar nicht. Links. Gruselig, gruselig. Hallo, Herr Händler. Oh mein Gott, ich habe mich voll erschrocken gerade. Okay, wo befinden wir uns gerade? Aber wir wollten eh zum Händler. Das passt natürlich wieder mal perfekt. Okay. Ich hab da was, das könnte. Und jetzt quatscht mich jetzt wieder die ganze Zeit voll hier, während ich hier rumgauner. Der gefällt mir schon besser. Er weiß, wann er den Mund zu halten hat. Ich höre hier Stimmen. Hallo, ich höre Stimmen in meinem Kopf. Ein Auftrag. Zuhören. Weipernjagd. Ein guter Freund ist schwer krank und ich würde ihm gern ein paar leckere Weipern servieren, bevor es mit ihm zu Ende geht. Wäre jemand gewillt, mir zu helfen? Auftrag. 3 Weipern verkaufen. Gebiet nicht spezifiziert. Belohnung Spinell mal 4. Fortschritt 0/3. Das sollten wir hinkriegen. Die Frage ist, kriechen die jetzt hier einfach überall immer rum und wir müssen gut Obacht geben? Hallo, Fremder. Ich glaube schon so. Okay, aber die Viper oder wie diese Schlangen, die merken wir uns. Eine haben wir, die verkaufen wir gleich. Dann brauchen wir nur noch 2. Und hier ist noch was zum Lesen. Oh, ich liebe Lesen. Bitte hör zu. Händlertipp. Die vernünftige Entscheidung. Hast du es satt, dass dir ständig die Munition ausgeht? Dann hab ich da was für dich. Den Bolzenwerfer. Du kannst verschossene Bolzen einsammeln und wiederverwenden. Besser kann man sein Geld gar nicht anlegen. Und vergiss nicht, dir auch die Rezeptur für Bolzen zuzulegen, damit du deine überzähligen Messer, in du ahnst es, Bolzen verwandeln kannst. Verschwende nie wieder einen Gedanken an Munition. Und das ist noch nicht alles. An den Bolzen kannst du Näherungsminen als Minenaufsatz anbringen und die Waffe so quasi zum Minenwerfer umfunktionieren. Schieß sie direkt auf einen Gegner und sie explodieren auf der Stelle. Schieß auf eine Oberfläche und sie werden zur Näherungsmine. Du verlierst den Bolzen, aber das ist doch allemal wert. Überredet Resident Evil, wir holen uns einen Bolzen. Hallo, hast du das gehört? Wir sparen Munition ab jetzt. Glaubst du nicht? Ich auch nicht. Was, spielst du jetzt das Spiel, wenn ich rede, redest du oder komm? Willkommen. So. Hab seltene Ware im Interessant. Angebot. Wir wollen auf jeden Fall das hier verkaufen. Achso, mach mal, genau. Wir wollen das hier verkaufen und denk dran, ich muss lauter reden wie der Typ hier die ganze Zeit. Viper, das wollen wir verkaufen, genau. Wollen wir noch was verkaufen? Nee, auf gar keinen Fall, ne? Okay, das war's. So, ja, verkauf mal. Gut gemacht, Fremder. Danke. Ich hab nur die Falkon. Kannst du mal kurz bitte ruhig sein, damit ich mich hier konzentrieren kann? Okay, Schätze, haben wir nichts, was wir verkleiden können? Zeit ja. Wieder. Willkommen. Kaufen, tauschen, ich hab was will er denn Neues tauschen? Für dich. Was steht denn? Erhalten. Schatzkarte? Kräuter sind eine feine Sache.
Man kann damit heilen, töten, einfach alles. 15 haben wir. Ah doch, wir können uns die leisten. Wollen wir eine neue Pistole uns holen? Laservisier ist auch für die... Schwierig, ich weiß nicht gar nicht auskennen, ob man das braucht, die Waffe. So, wir sollten auf jeden Fall Bolzen kaufen. Das stand in dem Brief. Sonderangebot. Meine Waren sind in einem Top-Zustand. Das versichere ich. Warte mal, wir haben keinen Platz. Dann. Nächstes Mal kaufst du aber was, ja? Du stresst mich voll, wenn du so laut redest. Kein Platz. Wir müssen irgendwie Platz schaffen. So, wir müssen irgendwie erstmal Platz schaffen, weil sonst passt die Waffe des Dings da nicht rein, den Bolzen. Herstellen, was kann man nochmal? Munition und Gewehr, Munition, nee. Ich glaube nicht. Wir haben das alles voll kompliziert noch für mich. Warte mal. Wir haben ja keine Kiste mehr. Der Koffer ist unsere Kiste. Das heißt, kann man Spiel. Halt, man kann das nicht mal verschieben oder so, oder? Kann man das verschieben? Bewegen, Viereck, okay. Kann man es drehen? Kann man, okay. Hallo, ich sortiere gern Taschen. Bestätigen, ja. Abbrechen. Okay, schön, dass du mich abbrechen lässt. Das ist natürlich sinnvoll, dass du mich abbrechen lässt. Hättest du mich jetzt hier spielen? Hallo? Ah, das hatte drei Plätze. Warum hat... Oh Gott, ist das kompliziert. Okay, bewegen. Nee, bewegen. Und dann machen... Oh mein Gott, wir sortieren die Tasche. Die ganze Folge sortieren wir jetzt die Tasche. Es wird ein Traum. So, bewegen. Kennt ihr Minecraft, kennt ihr zu 100%. Und dann, ich mache immer meine Kisten sortieren, stundenlang. Ist immer sehr entspannt. Okay, da. So, ich mache nicht nach irgendwas, sondern einfach nur erstmal, dass wir hier rechts Platz haben. Damit wir uns da den Bolzen kaufen können. Das wäre cool, oder? Ich hätte gerne den Bolzen, weil da stand, man spart so Munition. So, okay. Passt der jetzt vielleicht rein? Das wäre ja natürlich hervorragend. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob wir uns den kaufen können. Bitte, Händler, seien Sie ruhig. Ich möchte mich hier selbst unterhalten. Ich habe was so. Neues. Jetzt für können dich, wir, jetzt können wir. Bolzenwerfer. Kaufen wir. Wer diese Waffe kauft, braucht nicht nur das nötige Kleingeld. Es braucht auch Eier. Nee, Bolzen braucht es. Bolzen, mein guter Bolzen. Haben wir noch so viel Geld? Haben wir. Kaufen wir auch. Kaufrausch. Na dann, viel Spaß bei der Zubereitung. Okay, wartet mal. Wir haben jetzt Angriffskraft. Die haben wir schon. Achso, das haben wir schon. Cool. Nachladegeschwindigkeit, Feuerrate. Deine Waffen sind in guten Händen, Partner. Keine Sorge. Lassen wir noch? Ah, das ist jetzt der Bolzen. Alles klar. Oh, sehr teuer. Magazingröße, Angriffskraft. Okay. Mit dem müssen wir uns erstmal rantasten. Magazingröße. Stirb mir da draußen. Ich weiß halt nicht, wie viele Waffen noch kommen und welche Waffen, ne? Deswegen bin ich da noch ein bisschen gespannt. Achso, wartet mal. Müssen wir jetzt irgendwie gucken, wie wir die ausgerüstet kriegen? Schnellzugriff, genau. Und wir brauchen die Blendgranate nicht. Erstmal nicht. Okay, und dann hol die mal raus. Und was haben. Aha. Das ist so ein Armbrustding. Habe ich hier mal kurz ein freiwilliges Opfer? Opfer. Okay. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich weitergehen möchte. Deswegen drücke ich hier ein bisschen. Hallo, Fremder. Ich drücke und drücke und drücke. Okay, wir machen mal einen ganz schnellen Blick. Hallo? Jo, okay, genug gesehen für die Folge. Ich gehe abspeichern. Jalale, und ich habe Angst. Wir können uns aber da klar, lass uns ein Bierchen trinken und ein bisschen quatschen. Was hältst du davon, Herr Kumpel? Nichts, richtig, ich auch nicht. So, mein Lieben, ich speichere ab für uns. Ihr klickt aufs nächste Video von mir. Vielen Dank dafür, bis zur nächsten Folge. Auf Wiedersehen.